Ja, das Spiel gestern war sehr intensiv, aus meiner Sicht auf einem sehr hohen Niveau. Das hat man auch von den vielen Leuten, die so im Umfeld vielleicht zum Teil auch erstmalig oder schon viele Spiele gesehen haben, gehört. Und so wie ich gestern auch schon gesagt habe, am Ende sind wir belohnt worden für eine sehr disziplinierte Leistung, eine laufstarke Leistung. Und wir hatten gestern auf allen Positionen, egal von welcher Spielerin, eine Top-Einstellung zum Spiel und eben auch eine sehr gute Leistung. Und das hat uns geholfen gegen einen sehr starken Gegner. Ja, am Ende das Spiel verdient, nach 90 Minuten 1-0 zu gewinnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns, weil wir hier im Laufe des Turniers ja unterschiedliche Spielarten von unterschiedlichen Gegnern hatten und uns gesteigert haben. Und gestern war es eine sehr reife Leistung. Also es war sehr abgeklärt. Es war mit vielen richtigen Entscheidungen, also eigentlich das, was wir zum Teil im Januar ja noch kritisiert haben oder uns vorgenommen haben, das besser zu machen, das haben wir jetzt im Laufe dieses Turniers geschafft. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Spielerinnen sind jetzt schon in einer guten Form, weil sie natürlich auch mitten in der Saison stehen. Und ich hoffe, dass es auch mental uns dahin bringt, dass wir ja da stabil sind und dass wir wissen, dass wir mit der richtigen Taktik, mit dem richtigen Matchplan, mit der richtigen Einstellung auch dann sehr erfolgreich sein können. Jetzt geht es nach Hause, jetzt geht es für die Spielerinnen zum Teil gleich am Wochenende weiter. Und dann werden wir uns ja im April mit Norwegen beschäftigen und werden wieder einen Schritt weiter sein, werden sicherlich nochmal die ein oder andere Spielerin dazu nehmen, die jetzt hier nicht dabei war, um auch den Spielerinnen nochmal die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Und dann kommt die EM immer näher und ich freue mich darauf, dass wir so einen positiven Abschluss haben, dass wir den Zypern-Cup gewonnen haben. Ich möchte das nicht zu hoch hängen, aber es ist ja für die Mentalität, für die Stimmung und ich glaube auch für das, was das Team als nächsten Lernschritt jetzt hier wieder gemacht hat, ein ganz wichtiger Moment gewesen.